gibt die eigene Wahrheit und es gibt die Interpretation der Wahrheit. Guten Morgen! Ich bin mein Leben lang auf der Suche nach der Wahrheit gewesen. Dabei habe ich erkannt, ein Mensch kann die universelle Wahrheit als solches niemals erkennen, weil unser Denken zu begrenzt ist, um die Komplexität der energetischen Zusammenwirkung zum einen überhaupt zu erfassen, geschweige denn diese zu erklären. Aber wir alle haben die Möglichkeit, eine Wahrheit zu finden und die unseren geistigen Horizont anzupassen. Quasi das Maximum an Wahrheit rauszuholen, was wir verstehen. Und das ist sehr, sehr individuell. Und dafür möchte ich Euch heute 10 Tipps vorstellen, wie ihr die Wahrheit findet. Erstens, das Wichtigste überhaupt, du musst tatsächlich an der Wahrheit interessiert sein. Frag Dich ernsthaft, ob Du die Wahrheit wissen möchtest. Schaut man sich die YouTube-Welt an, egal ob YouTuber oder Kommentierende, dann scheint nur ein verschwindend geringer Anteil wirkliches Interesse an einer Wahrheit zu haben. Die meisten wollen sich einfach nur wohlfühlen in ihrer Komfortzone und verteidigen eine Wahrheit, die sie nicht wirklich als Wahrheit generiert haben, sondern die sie als Wahrheit ansehen. Also sie haben kein Interesse an der wirklichen Wahrheit. Zweiter Tipp. Nutze deinen Menschenverstand und nicht den Menschenverstand anderer. Überlege selbstständig, übernimm nicht einfach die Schlussfolgerung anderer Menschen, nur weil sie sich in erster Instanz gut anhören. Wirklich eigenständiges Überlegen. Drittens, du darfst auf der Suche nach der Wahrheit keine persönlichen Neigungen haben in diesem Moment. Viele sind Veganer und suchen dann einfach nur nach Argumenten für das Vegansein. Das bringt nichts. Dann findet ihr nicht die Wahrheit, sondern ihr findet Argumente für eure Neigung. Jeder kann Argumente finden, sogar für die abstrusesten Neigungen. Natürlich ist es schwer, keine Neigung in der Suche der Wahrheit mit einfließen zu lassen. Aber es ist absolut notwendig, das zu tun, wenn ihr die Wahrheit finden wollt. Dann kommen wir zu dem vierten Punkt, was Hand in Hand auch mit den Neigungen geht. Ihr dürft keine vorgefertigten Vorstellungen haben. Also Gedanken, die ganz klar determinieren, wie etwas zu sein hat. Die Neigung ist eher der emotionale Tunnel und die Vorstellungen sind der gedankliche Tunnel, der uns die Wahrheit nicht erkennen lässt. Fünftens, isoliere Argumente nicht. Das bedeutet, seht, wenn ihr etwas betrachtet, die Dinge in einem größtmöglichen Zusammenhang. Der Konsum von harten Drogen wie Kokain, da hat zweifellos positive Effekte, genauso wie die Abgrenzung einer Nation positive Effekte hat. Aber nur dann, wenn man nicht nur die positiven Argumente isoliert, sondern die negativen Effekte mit betrachtet, dann kann eine Wahrheit entstehen. Ganzheitlichkeit. Sechstens, glaube keinen Titel oder akademischen Graden, Zertifikaten oder jegliche Form von Buchstaben und Zetteln. Diese können lediglich durch Reproduktion, also einfachen Wiederholen von gefordertem Wissen erworben werden. Und gerade bei akademischen Titeln ist es sogar notwendig, nur eine Wahrheit, die Wahrheit des Professors, wiederzugeben. Viele der weisesten und der intelligentesten Menschen der Erde haben keinen akademischen Titel oder diesen in einer ganz anderen Sparte erworben oder später Ehrendoktor bekommen usw. Ich selber habe auf der Universität in Leipzig mein Diplom erworben und auch in meinem Freundeskreis sind Doktoren und generell viele Akademiker und ich kann wirklich nur trotz dessen, dass ich mich zu dieser angesehenen Kaste der Wissenschaft zählen kann, bei der Suche nach der Wahrheit dazu animieren, Euch nicht von Titeln blenden zu lassen. Siebtens, wenn Euch jemand sagt, wie etwas ist oder warum so etwas ist, dann frag diesen Menschen, worauf basiert deine Aussage? Denn jeder Fakt, jedes Wissen ist ein individuelles Wissen und basiert auf die eigene Meinung, die auf Grundlage, und dann kommen wir dahin, von Informationen oder Missinformationen entstanden sind. Diese Grundlage zu kennen und sich generell erstmal davon loszulösen, eine universelle Wahrheit einfach preisgeben zu können, das ist eine wichtige Information eurerseits über den geistigen Zustand eures Gegenübers und damit hat das sehr, sehr großen Einfluss, wenn ihr die Wahrheit sucht. Ihr müsst die Grundlage des Wissens des Gegenübers
kennen. Deswegen versuche ich auch in eigentlich allen etwas avantgardistischen Thesen von mir immer Studien in unten in die Infobox zu knallen. Und von daher ja, ganz ganz wichtig, dass ihr die Grundlage des Wissens kennt von anderen. Und natürlich von euch selber muss es auch bewusst werden, aber das ist, glaube ich, zu rudimentär, als dass ich das explizit erwähnen muss. Achtens, die Informationen, die von den meisten als korrekte Informationen wahrgenommen werden, das muss nicht die korrekte Information sein. Die Geschichte hat immer wieder bewiesen, dass Menschen, die neuartiges Wissen, was dem Wissen der breiten Masse entgegensteht, präsentierten, oftmals im Laufe der Zeit als die Menschen, die die Wahrheit erkannt haben, gefeiert wurden. Nur weil die Gesellschaft über etwas eine Meinung hat, bedeutet es nicht, dass es die Wahrheit ist. Macht euch nicht von der Meinung der Masse abhängig, wenn ihr die Wahrheit sucht. Neuntens, wenn du auf der Suche nach den Antworten zu Gesundheitsfragen bist, schau immer zuerst in die Natur. Die Natur des Universums ist die Wahrheit. Und wenn etwas nicht der Natur entspricht, kann es nie die Wahrheit sein. Die Wahrheit muss immer der Natur entsprechen. Zehntens, wenn du eine Wahrheit zu finden geglaubt hast, dann versuche mit derselben Energie und mit demselben Elan, wie du diese Wahrheit gefunden hast, diese Wahrheit zu widerlegen. Erst wenn ihr all diese Dinge, diese 10 Dinge wirklich beherzigt, habt ihr eine Chance, die Wahrheit zu finden, die euch dann auch eine feste Basis eures denkenden Geistes sein kann. Ihr müsst immer offen sein, immer offen sein. Ihr müsst immer euch auch hinterfragen, was die Basis eures Wissens ist. Ihr müsst bereit sein, das Gegenteil eurer Wahrheit als mögliche Wahrheit anzuerkennen und in offenen Diskurs zu treten. Nur dann habt ihr die Chance, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Ihr werdet als Wahrheitssucher werdet ihr es sehr sehr schwer haben, vor allem die Massen hinter euch zu versammeln. Das schließt sich eigentlich in manchen Themengebieten schon komplett aus. Und, ja, und damit habt ihr das Problem, von großen Teilen der Gesellschaft nicht anerkannt zu werden. Das muss euch bewusst sein, wenn ihr nach der Wahrheit sucht. Ihr werdet euch ständiger Kritik an eurer Konsistenz stellen müssen. Fehlbarkeit und Dummheit, das sind keine Werte, die von der Masse der Gesellschaft als wünschenswert betrachtet werden. Wenn ihr euch immer wieder umentscheidet, weil ihr neu justiert, dann werdet ihr von der Gesellschaft als inkonsistent, als nicht glaubwürdig wahrgenommen. Das ist einfach so. Die Masse will den perfekten Menschen, den sie anbeten können, der ihnen die Wahrheit verkauft und am besten die leicht umzusetzen ist und auch die leicht zu verstehen ist. Also das ist auch das Erfolgsrezept von YouTube. Du hast ein Statement, wofür du stehst, irgendwas, ne? Und du erklärst es ganz einfach und verkündest es als Wahrheit. Ja? Und das ist im Endeffekt ein Erfolgsrezept, wie du eben gesellschaftlich anerkannt wirst. Bei YouTube bedeutet es halt eben monetären Erfolg. Die Wahrheit, das ist genau wie die Natur, niemals extrem, sondern liegt immer in der goldenen Mitte. Aber wenn ihr die Extreme, also die beiden Endpunkte, nicht kennt, dann könnt ihr auch niemals die Mitte finden. Also Wahrheitssuche ist auch immer so ein bisschen das Kennenlernen auch der Extreme, sich das ausprobieren und immer wieder wirklich sich selber fragen und niemals festgelegt sein. Immer inkludieren, dass man sich getäuscht haben könnte. Ich hoffe, ich konnte den verschwindend geringen Teil der Menschen, die auf der Suche nach wirklicher Wahrheit sind, heute etwas ja, in ihrem Tun, in ihrem Denken unterstützen. Und daher war mir dieses Video ein ganz besonderes Bedürfnis. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.